1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind heute in etwas kleinerer Besetzung, das heißt, was die Ausstrahlung anbelangt. Wir sind hier im Radio bei 1Live und im ARD-Fernsehsender 1 Festival. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Wir haben eine freie Themennacht heute und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Und wir reden über alles Mögliche, über alles Unmögliche, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. Der erste Anrufer heute Nacht ist der Marco und Marco ist 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Tomian, grüß dich. Ja, Marco. Um was geht's bei dir? Tomian, bei mir geht's ganz einfach darum, dein letztes Thema vorige Woche um Straftäter Frauen. Also wenn Frauen sexuellen Missbrauch an Kindern oder auch an Erwachsenen begehen. Genau. Mhm. Also bei mir geht es einfach darum, ich war damals 14 Jahre alt. Mhm. Ich hatte gerade Jugendweihe. In der ehemaligen DDR war das? Genau. Ja, im Osten heißt das halt so. Ja, Ungefähr im Alter von 14 ist das immer so gewesen. Ne, damals. Ja, genau. Ja, und nach der Feier, wo die ganzen Gäste dann halt gegangen sind, und ich ein bisschen angetrunken in meinem Bett lag. Mhm. Ja, dann kam dann halt meine Mutter zu mir ins Bett und hat halt versucht, sexuelle Handlungen vorzunehmen. Mhm. Und Und was, sagen, was ist dann genau passiert? Ja, ich habe mich versucht zu stimulieren. Mhm. Ja, es ist dann auch dazu gekommen und halt, das hat mich bis jetzt geprägt und ich werde irgendwo und überhaupt nicht mehr fertig. Also es ist dann zum Geschlechtsverkehr gekommen? Mehr oder weniger, ja. Ja. Wie betrunken war deine Mutter? Ja gut, ich meine, ich habe sie ja sehr gut gekannt. Also ich war der Meinung, dass sie nur angetrunken war. Mhm. Vor allen Dingen, es hat mich ja irgendwo so geschockt, weil ich das von ihr gar nicht gekannt habe vorher, weißt du? Es gab vorher keinerlei Übergriffe oder Andeutungen dieser Art, gar nichts. Ja gut, weil du jetzt sagst Andeutung, wenn ich ab und zu im Bad war, habe ich geduscht oder gebaden. Mhm. Wie soll ich sagen, sie kam mehr als Zufall rein und hallo und was machst du? Mhm. Das ist mir erst danach ein bisschen bewusst geworden. Ist dir im Nachhinein dann klar geworden? Mhm. Mhm. Bist du das einzige Kind? Ja. Ja. Ist das einmal vorgekommen oder hat sich das danach nochmal wiederholt? Also danach hat sie das, sie hat versucht, das noch mehrmals, wenn sie, wie soll ich sagen, es fällt mir alles ein bisschen schwer, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ist ja auch verständlich. Ja, sie hat es noch öfters versucht dann. Und du hast dich aber dann dagegen gewehrt? Ich habe mich versucht dagegen zu wehren, weil ich wollte es ganz einfach nicht, weil ich habe das von ihr auch nicht so gekannt, weißt du, und Mhm. Ja, und, als das da nach der Jugendweihe passiert war, wie hast du dich währenddessen gefühlt? War dir währenddessen auch schon bewusst, dass das etwas sehr Schlimmes ist? Hattest du ein Ekelgefühl oder warst du so überwältigt von dem, was da geschehen ist, dass du gar nicht genau das alles einschätzen konntest? Ja, ich war total überrascht, weil ich wusste im Moment erstmal gar nicht damit umzugehen. Mhm. Weil ich habe das von ihr gar nicht gekannt. Sie war meine Mutter, sie war mal lieb und nett und ich habe das von ihr überhaupt nicht gekannt. Mhm. Und unmittelbar, das hat mich total überrascht, ne? Ja, unmittelbar danach, nachdem es passiert war, ist sie dann wieder aus deinem Bett rausgegangen? Ja, sie ist dann wieder gegangen, ne? Mhm. Ja. Und warst du da alleine? Dein Fest, worauf die Jugendlichen sich früher auch in der DDR gefreut haben auf die Jugendweihe, das lag hinter dir und dann wurde das beendet mit diesem schlimmen Vorfall. Wie hast du dich da gefühlt im Bett? Also total beschissen. Also ich war total fertig. Ich wusste gar nicht, was ich denken sollte. Du hattest bis zu diesem Zeitpunkt vermutlich auch noch keinerlei Kontakt
zu Mädchen oder hattest du schon sexuelle Erfahrungen? So richtig sexuell nicht. Ich meine, ich hatte mal eine Freundin und mal so geküsst oder so, ja. Aber so direkt sexuell noch gar nichts. Also kann man sagen, dass die erste sexuelle Erfahrung hast du dann mit deiner Mutter machen müssen? Ja, und deshalb, gut, und ich muss ja dazu noch sagen, ich bin dann ausgezogen. Wie alt warst du dann? Ich bin dann 2 Jahre später ausgezogen, weil man das total auf die, wie soll ich sagen, das hat mich dann irgendwo total genervt. Mhm. Und habe dann auch Mädchen kennengelernt. Mhm. Und konnte dann aber auch irgendwie, wenn ich mit dem Mädchen, das ich kennengelernt hatte, was anfangen wollte, sexuell, mhm. Ich habe das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, weißt du. Ja. Ist das bis heute, du bist jetzt 34 Jahre alt, ist das heute anders? Oder gibt es ja immer noch Probleme mit Mädels? Die Partnerin, die ich jetzt habe, die habe ich seit 3 Jahren, die hat mich eigentlich dazu geraten, dich, also den Domian mal anzurufen, mhm. um das mal zu erzählen, weil ich hatte immer Angst, so irgendwo dahin zu gehen, um mich zu befragen, Therapie und so, weißt du was? Das heißt, du hast noch gar nichts gemacht? Du hast keinen Arzt, keinen Therapeuten, gar nichts? Nee, wie viele Menschen wissen davon? Nur meine Freundin, meine Freundin, die ich jetzt habe. Die du jetzt hast. Ich wollte gerade noch mal fragen, gehen wir noch mal zurück in die Zeit, als du 14, 15 Jahre alt warst. Hast du alleine mit deiner Mutter gelebt oder gab es auch einen Vater in der Familie? Vater gab es vorher schon, aber sie hat sich dann getrennt. Danach, wo das passiert war, habe ich mit meiner Mutter alleine gelebt. Ach so. Als wir letzte Woche das Thema besprochen haben, kam immer wieder die Frage und im Nachhinein hat man mir die Frage auch gestellt, so im Kollegenkreis, wenn ich über dieses Thema erzählt habe, was wir hier besprochen haben, wie ist das möglich, dass die jungen Männer oder die Jungs oder die pubertierenden jungen Männer dann eine Erektion bekommen in so einer Situation, die sie eigentlich abgrundtief widerlich finden? Mhm. Hast du für dich da eine Erklärung, wie das funktioniert? Ich wollte sagen, ich habe deine Sendung an dem Tag gesehen, ne? Mhm. Und da war ja auch einer dabei, der gesagt hat, er hat eine Erektion bekommen. Mhm. Wo du gesagt hast, du kannst das nicht nachvollziehen. Ja, ich will das nicht so hart ausdrücken. Ich frage das mal. Genau. Ich weiß es nicht. Das ist, wie soll ich das sagen? Das ist ganz, ganz beschissen, wenn du hast mit der Sexualität noch so gut wie nichts am Hut. Mhm. Und dann wirst du stimuliert. Ich meine, du empfindest in einer Seite einen Ekel. Mhm. Aber an der anderen Seite wirst du stimuliert. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, ich erahne, was du meinst. Aber die Frage kommt immer wieder und die Frage stellen sich die Leute, die auch mit diesem Thema noch nicht so vertraut sind. Ja. Jetzt sind viele Jahre vergangen. Du bist 34 Jahre alt, wie gesagt. Du hast eine verständnisvolle Freundin, habe ich so rausgehört. Wie funktioniert die Sexualität zwischen dir und deiner Freundin im Moment? Also, nachdem wir das richtig... Also ich habe sie erzählt und wir haben das richtig ausdiskutiert, geht es wunderbar. Mhm. Weil sie ist wirklich ganz verständnisvoll. Wir haben uns beide sehr gern. Ja. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich sie kennengelernt habe. Wie oft? Und sie hat mir auch wirklich dazu geraten, dich mal anzurufen. Ja, ja. Weil du wirklich auch, muss ich ganz mal sagen, du bist ja nett und die Themen, ich muss immer ganz sagen, Dominian, ganz großes Kino. Dankeschön. Ganz großes Kino, sehr, ganz ehrlich. Weil hilfst Leuten, denen es wirklich ganz beschissen geht. Ne? Mhm. Und das finde ich ganz, 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 ganz großes Kino. Wir bemühen uns, das im Rahmen dessen, was wir hier leisten können, halt dann auch eine Hilfestellung zu geben. Wie kam es, dass du noch nie überlegt hast, mal zu einem Psychologen zu gehen, zu einem Psychiater? Natürlich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich stamme ja aus der ehemaligen DDR. Mhm. Und bei uns gab es das damals auch gar nicht so und immer so ein Thema unter dem Tisch und war doch gar nicht so, weißt du. Ja, ja. Und dann irgendwann kommst du da rein, dass du manchmal glaubst du gar nicht mehr dran, dass es wirklich so war. Das ist, gar nicht so einfach. Wie bestimmend ist diese Erinnerung? Wie oft, ich frage mal, am Tag oder in der Woche denkst du an dieses Vorkommnis oder an diese Situation mit deiner Mutter? Also zum Beispiel, wenn ich mit meiner Frau intim wäre oder mit meiner Freundin zärtlich werde, irgendwann kommt das wieder hoch. Mhm. Was ja schon schlimm ist eigentlich. Du bist mit deiner Freundin, die du liebst, intim und zärtlich und dann kommen diese widerlichen Gedanken hoch und die Erinnerungskette geht dann zurück in deine Jugendzeit. Genau.
Wärst du denn heute bereit? Ich meine, du hast hier angerufen, das ist ja immerhin auch schon ein großer Schritt dann für dich. Mhm. Wärst du bereit, dich mit einem Psychologen auch darüber auseinanderzusetzen, mit einem Arzt? Also heute ja. Ja. Mhm. Dann würden wir dir gerne, Marco, im Rahmen dessen, was wir können, wie gesagt, ein bisschen helfen und dir vielleicht Ansprechpartner nennen in deiner Umgebung und wie du das Ganze anstellen solltest. Mhm. Das kann ich dir gerne anbieten. Das wäre sehr nett von mir. Also, ich will ja irgendwann mal raus aus dem, wie soll ich sagen, ich will ja wieder mal normal leben können, weißt du? Ja, das verstehe ich schon. Wie ist eigentlich dein Kontakt heute zu deiner Mutter? Ich habe diesen Kontakt total abgebrochen. Der ist total weg. Mhm. Ja, weil. Das heißt, es gab auch nie eine Aussprache mit der Mutter darüber, was hast du gemacht mit mir, warum hast du das damals mit mir gemacht? Das gab es nicht. Nee, ich wollte das auch irgendwo nicht mehr, weil das war, was sie mir da angetan hat, das war so schlimm und ich wollte das ganz einfach nicht mehr. Mhm. Das tut mir. Also ich muss auch sagen, also nachdem wir diese Sendung vorige Woche gemacht haben, ist mir auch aufgrund des Rücklaufes, den wir bekommen haben, an Reaktionen klar geworden, was für ein großes Thema das ist. Und was für ein Tabuthema das ist. Und wie viele Menschen offensichtlich betroffen sind, die bisher geschwiegen haben und sich geschämt haben. Ich glaube, dass sehr viele davon betroffen sind. Weil die meisten denken immer, die Sexualstraftat, das liegt immer nur bei den Männern, aber das ist bei den Frauen der Prozentsatz auch in einer gewissen Weise so ist. Ne? Ja. Das glaubt gar keiner. Ja, ich glaube es mittlerweile schon. Ich glaube das jetzt. Lieber Marco, ich freue mich sehr für das Vertrauen und dass du angerufen hast und würde dir wünschen, dass du weitergehst und wirklich einen Arzt, einen Psychiater, einen Psychologen aufsuchst, damit du noch weiter wirklich diese Vergangenheit bewältigen und vergessen kannst und hinter dir lassen kannst vor allen Dingen. Domian, ich danke dir und mach weiter so und ich wünsche dir auch alles Gute. Vielen Dank. Dann legst du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay? Domian, alles Gute. Ja, tschüssi. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über die Telefonnummer oder mailt mir unter domian@wdr.de. An dieser Stelle schon mal ein Hinweis auf unsere Themennacht übermorgen. Also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Fehldiagnosen und Ärztepfusch. Ich möchte folglich gerne mit Menschen sprechen, die Opfer von Arztfehlern geworden sind, die Opfer von Fehldiagnosen geworden sind. Unter Umständen vielleicht mit katastrophalen Auswirkungen für ihr ganzes Leben. Das ist unser Thema übermorgen, aber heute haben wir eine freie Themennacht und wir machen weiter mit dem Klaus. Und Klaus ist 25 Jahre alt. Hallo Klaus. Ja, hallo Jürgen. Was geht's bei dir, Klaus? Deswegen hast du angerufen. Ich habe mich in eine ältere Dame verliebt. Ah, wie alt ist denn die ältere Dame? Die ist 42 Jahre älter wie ich. 43? 45 Jahre älter. Ich habe mich verstanden. Wie alt ist sie? Ja, 68. 68, ich verstehe. 68. Jo, das ist eine ganze Menge. Ja. Klaus ist 25, die Freundin ist 68. Mhm. Wann verliebt? Wie lange liegt es zurück schon? 3 Monate. Ja. Wo und wie hast du sie kennengelernt? Ja, ich habe beim Einkaufen habe ich sie kennengelernt. Und, wo hast du sie kennengelernt? Beim Einkaufen. Beim Einkaufen, ach so. Und wie bist du auf sie aufmerksam geworden? Wie kam das, dass du dachtest, wow? Sie hat halt attraktiv ausgesehen. Mhm. Und ich habe ihr halt beim Tragen geholfen und dann hoch in die Wohnung. Und hat mir halt noch zum Wein angeboten und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Und wer hat denn da wen im Supermarkt zuerst angesprochen? Du, sie? Oder sie? Ich habe sie beim Tragen geholfen. Achso, dann kann ich Ihnen behilflich sein? Und, ja, so, ja. Ja. So, und dann gab es Wein noch in der Wohnung? Ja, und haben wir halt so gesprochen. Das erste Mal war halt, haben wir halt nur so unterhalten. Ne? Ja. Ja, und haben wir halt die Telefonnummer ausgetauscht und haben uns öfters getroffen. Und jetzt sind wir halt, wir wohnen zwar nicht zusammen, aber wir sehen uns fast jeden Tag. Ja, und habt auch schon miteinander geschlafen? Ja. Ja. Hattest du schon mal eine Erfahrung mit einer viel älteren Frau? Nee, in dem so alt noch nicht. Wie alt war deine letzte Freundin? Meine letzte war ein Jahr jünger. Ein Jahr jünger sogar. Mhm. Ja. Und diese etwas ältere Frau mit 68, die ist solo und Single? Die ist Witwe. Die ist Witwe. Mhm. Hatte die Frau denn früher schon mal auch eher Kontakte zu jüngeren Männern oder ist das für die Frau auch eine neue Erfahrung? Ist bei ihr auch das erste Mal gewesen, dass sie einen jüngeren Mann hat. Ne?
Wie ist denn das jetzt für dich, mit einer Frau zusammen zu sein, die eigentlich deine Oma sein könnte? Ja, könnte man Oma sein. Ja. Also ich finde es eigentlich sehr top, sehr schön. Ja. Sexuell ist auch wunderbar. Ja. Du ist ja ein 68-jähriger Mensch, ob Frau oder Mann, ist nicht mehr so knackig und frisch wie ein 25-Jähriger. Ja, das könnte ich eigentlich nicht behaupten. Sie hat sich wirklich in ihrem Alter sehr gut gehalten. Ja. Also wenn sie sieht, schätzt man sie so 50, Anfang 50 vielleicht. Okay, aber das ist ja immerhin auch noch ein großer Unterschied zu deinem Alter. Ja. Ein 25-jähriges Mädel in ungefähr in deinem Alter sieht natürlicherweise anders aus als eine 50- oder 60-jährige Frau. Ja, so. Und aber das macht dir gar nichts aus, dass das eben nicht so aussieht wie ein jugendlicher Mensch, wenn du mit ihr auch sexuell agierst. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Macht es ihr was aus, dass sie mit einem Jüngeren im Bett ist? Hast du den Eindruck, dass sie vielleicht da ein bisschen verschämter ist oder verspannter ist? Würde ich willkommen sagen, sie ist richtig agil dabei. Ja. Also sie ist richtig, also... Könnte ja auch sein, ne? dass der ältere Mensch sich irgendwie schämt, dann sich vor dem Jüngeren zu zeigen, weil es eben alles nicht mehr so ist, wie es früher war und dass man dadurch eher zurückhaltend ist. Aber so ist es nicht, sagst du. Nee, überhaupt nicht. Mhm. 3 Monate, das ist noch nicht so sehr lange. Ist das eine geheime Beziehung bisher? Nee, meine Freunde, wir haben schon zusammen gesehen und naja, ich meine, das Umfeld, das reagiert ein bisschen komisch. Aber ich meine, ich stehe dazu. Also die Freunde wissen schon Bescheid, die Kumpels. Ja, ja. Aber die sind doch wahrscheinlich von Socken und sagen, wie kannst denn du mit so einer alten Frau ankommen? Ja, die denken halt, ich bin was aus, ne? Auf Geld aus oder so? Naja, Geld nicht. Ich meine, ich habe selber Geld. Ich meine, daraufhin ist unsere Beziehung aufgebaut. Nee, aber das könnten dir vielleicht unterstellen, dass das eine reiche Witwe ist und... Ja, das denke ich vielleicht. Aber das ist die Dame ist gar nicht so wohlhabend. Doch, wohlhabend ist sie schon. Doch, ist sie schon. Ja, und aber ich bin in vielen Geld überhaupt nicht aus. Ja. Wusstest du vorher, dass sie gut Kohle hat oder ist das hinter... Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Ja, aber jetzt nochmal die Jungs. Machen die sich nicht lustig über dich? Ja, klar. Ich meine, das ist halt irgendwie, wenn ich da zu meinen Kumpels gehe, das ist dann irgendwie auf dem Spießruder. Aber ich stehe dazu. Ja, weil, weiß deine Familie das? Ja, meine Eltern wissen das. Die wissen das auch. Das heißt, deine Eltern sind vermutlich jünger als deine Freundin. Ja. Ja. Und was sagt deine Mama, was sagt dein Papa dazu? Naja, die akzeptieren es halt nicht, ne? Hm, bitte? Ja, die akzeptieren sie nicht. Akzeptieren es nicht. Das heißt, deshalb hängt der Hauswegen schief. Naja, ich darf halt mit dir heim und zu meinen Eltern kommen. Mhm. Das ist dumm geredet dann von den Leuten, wo es im Haus wohnt und so. Ne? Ja. Aber immerhin ist es ja schon mutig von dir, dass du das deinen Eltern und deinen Freunden, deinen Kumpels gleich erzählt hast. Du hättest das ja auch erstmal so geheim irgendwie laufen lassen können. Ja, aber ich stehe das so. Sie macht es genauso. Sie stellt mich auch ihre Bekannte und ihre Kinder vor, ne? Wie alt sind Ihre Kinder? Ja, das jüngste Kind ist 3 Jahre älter wie ich. Ah ja. Und wie haben die wiederum auf dich reagiert? Ja, die haben mich anders aufgenommen wie meine Familie. Ehrlich? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, gerade auch in Ihrer Generation ist das sehr verpönt, wenn dann eine ältere Frau mit knapp 70 fast mit so einem jungen Kerl ankommt, dass die all den Kopf schütteln und sagen, was ist denn nun los? Ja, klar, das habe ich auch so, wie das erste Mal mitgenommen hat zu ihren Bekannten und Freunden, habe ich mir gedacht, oh, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich mit und so. Das ist schon erleben. Also. Und die waren nett zu dir? Ja, auf jeden Fall. Hast du dich denn nicht da ein bisschen verlassen vorgekommen, weil Leute in dem Alter doch im Prinzip andere Interessen haben, anders miteinander umgehen als jemand in deinem Alter mit 25? Nee. Nee? Also gibt es nicht so auch ja was gemeinsame Interessen? Zum Beispiel, welches gemeinsame Interesse teilt ihr beiden? Ja, wir gehen viel spazieren, weil ich habe 2 Hunde. Mhm. Ja, der auch einen Hund. Die Hunde verstehen sich 100%, da gehen wir viel spazieren. Mhm. Wir gehen auch so in Stadtbummel ins Theater und so. Ja. Also sind gut essen. Also traust du dich auf der Straße auch mit ihr Hand in Hand zu gehen? Ja, logisch. Ja, aber da gucken die Leute bestimmt auch, oder? Ja. Bist aber ein mutiger Kerl, muss ich sagen, wenn du da so offensiv und offen mit umgehst überall. Wohnt ihr in einem kleinen Ort oder in einer großen Stadt? Nee, Frankfurt am Main. In Frankfurt, ja.
Ja gut, da sind die Leute zwar vielleicht ein bisschen aufgeschlossener als auf kleinen Dörfern. Ja. Mhm. Bist du glücklich? Ja, auf jeden Fall. Ja, weil du eher doch so ein bisschen zurückhaltend wirkst. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja gut, das ist verständlich auch. Im Prinzip wolltest du mir das erzählen, ohne mir damit ein Problem zu berichten. Du wolltest mir sagen, das gibt es und man kann glücklich damit sein. Ja, das ist halt nur das Problem, wo ich glaube, das ist das Umfeld, ne? Ja. Also, wo meine Familie Freunde halt, ne? Ich glaube, das ist so außerhalb der Norm. Also wenn du jetzt eine 45-jährige Frau hättest, würden die Leute schon hundertprozentig gucken. Ja. Aber eine 68-Jährige ist das so weit weg von allem, was man normal nennt und was Norm ist, dass ihr da, glaube ich, beide sehr tapfer sein müsst, nach dem Motto, rutscht uns den Puckel runter. Das ist unser Ding und unser Leben und wenn wir Spaß miteinander haben und jetzt gerne haben, dann müsst ihr das wahrscheinlich aushalten. Ja. Da werdet ihr nie auf eine große Toleranz stoßen, glaube ich. Ja, wir wollen schon zusammen im Swingerclub. Ah, das auch schon? Ja. Wird ja immer doller. Im Swingerclub wart ihr zusammen? Ja. Wie war das? Ja, ich meine, da sind halt viele Männer halt gekommen, aber wir haben halt gesagt, wir wollen unsere Ruhe, aber das war also, wie soll ich sagen, absehbar reden, ne? Und warum seid ihr in den Swingerclub gegangen? Da hat ziemlich dazu geraten. Also ist eine sehr agile Frau. Ja. Ja. Also sehr sexuell aufgeschlossen. Ja. Und sie tut sich auch irgendwie auch reizvoll kleiden, ne? Ja. Also sehr feminin, ne? Ja. Wie lange hatte sie vorher keinen Sex mehr, bevor sie dich kennengelernt hat? Ja, so wie sie mir es erzählt hat, also ich glaube sie auch, was bei ihr 12 Jahre. 12 Jahre, mhm. Da ist ihr Mann gestorben oder hatte sie da auch eine Affäre vor 12 Jahren? Sie hat zwischen ihr, also wie ihr Mann gestorben ist, zwischen mir war gar nichts. Ja. So, jetzt ist immer die übliche Frage, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sehr auseinander sind, an Jahren, wenn ein Liebespaar sehr an Jahren auseinander ist. Wie denkt ihr euch eure Zukunft? In 10 Jahren bist du immer noch knackig und ein junger Kerl, aber sie ist dann schon doch eine ziemlich alte Frau. Ja, denke ich auch. Aber älter, ich meine, ich stehe zu ihr, stehe zu ihr alle, ich würd mit ihr alt werden, beziehungsweise sie mit mir. Ne? Und ich werde sie begleiten bis zum Schluss. Das habe ich ihr versprochen, obwohl ich jetzt nicht lange kenne. Und die Vorstellung, ich meine, das kann jungen Leuten auch passieren, aber es ist bei alten Leuten ja wahrscheinlicher aufgrund des Alters, dass sie vielleicht irgendwann mal sehr krank wird und vielleicht sogar ein Pflegefall, das schreckt dich auch nicht ab. Nee. Sagst du, dann bleibe ich bei ihr, wir haben jetzt eine gute Zeit und dann bin ich auch bei ihr, wenn es irgendwann mal schlecht ist. Ja, bleibe ich. Mhm. Ich stehe zur Pflege, das ist kein Thema. Ja. Da haben wir drüber diskutiert. Ist es ein Thema, das ihr zusammenzieht demnächst? Ja, wir ziehen zusammen. Das ist geplant? Ja. Ja. Also alles ist eingefädelt für eine richtige Beziehung. Ja. Soweit sogar, dass an Heirat gedacht wird? Nee, Heirat nicht, weil sie hat gesagt, sie will nicht heiraten wegen ihrer Witwenrente. Ach so, klar. Muss man ja pragmatisch alles sehen. Ja, stimmt, ja. Das wird die weg, ne? Mhm. Was machst du vom Beruf? Ja, ich bin Autoverkäufer. Autoverkäufer, ja. Also Klaus, wie gesagt, das ist völlig, völlig ungewöhnlich, ohne das zu bewerten. Ich habe da auch ich wäre am Anfang auch immer ein bisschen skeptisch, weil ich denke, funktioniert das? Ticken die im gleichen Takt? Haben die gleichen Interessen? Und so weiter. Aber wenn das abgeklärt ist und ihr wirklich beide guten Gewissen sagen könnt, nein, wir lieben diese andere Person und das ist unser Glück, dann ist es euer Glück und dann genießt es. Und dann lasst die anderen die Nase rümpfen oder dumme Sprüche machen und die Eltern schimpfen und was weiß ich alles. Das ist dann auch schnurzepiep egal. Mhm. Es geht um euch und es geht um eure Gegenwart, um das Jetzt und auch nicht, was in 30 Jahren ist. Ja. Mhm. Ja, mein Lieber, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Ja, du grüßt. Also ich finde deine Sendung echt toll. Ich kann dich heute leider nicht im Fernsehen sehen, weil ich den 1 Festival kriege leider nicht rein. Ja, kriegen viele nicht rein. Wir sind leider nicht im WDR-Fernsehen, aber morgen wieder im WDR-Fernsehen. Ja. Grüß dich. Ja, dass ich dich nicht sehe, aber so viel höre ich dich halt. Ja. Ich habe so ein paar Mal probiert, dich zu erreichen, weil ich zwecklos ergebens besetzen will. Oder aber du versprichst mir ganz herzlich, deine Freundin zu grüßen. Das mache ich auf jeden Fall. Und wünsche euch beiden. Ich sehe deine Sendung auch immer, ne? Ah ja. Und ich bin der Mann, dass er mich jetzt auch gehört hat, über im Radio halt. Ne? Ja, hoffen wir das mal. Euch beiden viel Glück und toi 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 für eure Beziehung. Macht beide so jünger. Ne? Jo, tschüss. Jo, ciao.
0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier live in unserer Sendung, da meldet euch. Und gemeldet hat sich zum Beispiel auch die Heidi. Und Heidi ist 44 ist Heidi. Hallo, hallo Heidi. Ja, hallo Domian. Hallo Heidi. Dein Thema. Mein Thema. Meine Mutter ist vor einer Woche gestorben. Ja. Und seitdem habe ich immer Albträume. Jede Nacht träume ich. Und das ist so, meine Mutter ist an einer Hepatitis C gestorben. Mhm. Und ich habe das alles so mitgekriegt, also den ganzen Leidensweg. Und wo hat sie sich das denn geholt? Weißt das du? Wissen wir nicht. Ja. Das wissen wir nicht. Und ich habe alles so die ganze Zeit mitgemacht. Und meine Mutter und ich, wir hatten nicht das beste Verhältnis. Mhm. Jahrelang, sag ich mal. Nicht Mutter-Kind, wie es so typisch ist. Mhm. Sondern wir haben uns irgendwo, sind wir uns nie nahe gekommen. Ja. Und seit diesem einen Jahr, wo diese Krankheit richtig ausgebrochen ist, mhm, sind wir uns ganz nahe gekommen. Mhm. Wir haben das nachgeholt, was wir die ganzen Jahre nicht hatten. Ja. Und hast du deine Mutter auch gepflegt? Sie war zum Schluss in einem Pflegeheim, war sie. Mhm. Und vorher hatte sie mal eine Zeit lang hier bei mir gewohnt, wo ich noch verheiratet war. Mhm. Und dann hatte sie eine eigene Wohnung. Und dann hatte sie einen schweren Autounfall. Und durch diesen Autounfall hat sie sowieso körperlich stark abgebaut. Mhm. Das wurde dann immer weniger und weniger. Und dann auch diese Hepatitis, die hat sie wohl schon seit Jahren gehabt. Ja. Und das ist dann irgendwo mal zum Ausbruch gekommen. Mhm. Also das. An was ist sie dann letztendlich gestorben? Ja, oder? An dieser Hepatitis, an diesem Ammoniak, dieses Gift, das geht ja in das Gehirn rein. Mhm. Das heißt, weil die Leber nicht mehr arbeitet? Genau, die Leber, die hat dann praktisch, ja, die konnte nicht mehr. Mhm. Die hat die Gifte nicht mehr abgebaut und alles. Mhm. Ja, und meine Mutter und ich, wir haben die letzten Tage, sie konnte noch ein bisschen sprechen und dann wurde es natürlich auch weniger, aber wir haben uns ausgesprochen. Mhm. Und was, die Fehler, die ich gemacht habe, ich sag, ich war auch nicht immer, sag ich mal, die beste Tochter. Ja. Und habe ihr das auch gesagt, auch teilweise, wo sie fest am Schlafen war, habe ich mit ihr geredet. Mhm. Und ich denke mal, sie hat es auch verstanden. Und ich glaube auch, dass sie mir verziehen hat. Und ich habe ihr auch verziehen, für die, dass dieses Mutter-Kind nicht so war. Ja. Nur das große Problem ist bei mir, ich habe eine Tochter, die wird 18. Mhm. Und ich habe mit meiner Tochter keinen Kontakt. Warum nicht? Ich habe mich mit von meinem Mann scheiden lassen, vor über einem Jahr, anderthalb Jahren. Mhm. Und da hat meine Tochter erst eine ganz kurze Zeit bei mir gewohnt. Und dann wollte sie mit mal, ist sie von heute auf morgen über Nacht beim Vater geblieben. Aber sie ist die ganze Zeit vorher bei euch aufgewachsen? Ja, sie ist bei meinem Ex-Mann und bei mir aufgewachsen. Ja. Sie ist dann mit 17, ist sie dann quasi mit 16. Mit 16 von dir weg? Ja, weg. Und also Wochenende weg praktisch. Ich komme am Wochenende wieder, so Donnerstag losgefahren, Freitags komme ich nach Hause, kriege einen Anruf, ja, ich komme nicht mehr wieder. Und das waren auch mehr oder weniger so die letzten Worte. Und seitdem habe ich keinen Kontakt mehr mit meiner Tochter. Wie, hast du den nicht versucht, Kontakt mit ihr? Ja, habe ich. Nur mein Ex-Mann sagt, sie will es nicht. Warum? Sie braucht ihre Zeit, sie hat einiges zu verarbeiten. Ist irgendwas vorgefallen? Ich denke mal, das hat alles was mit der Scheidung mit meinem Ex-Mann und mit mir zu tun. Mhm. Das heißt, es kann sein, dass sie dir die Schuld gibt, dass die Scheidung... Ja, genau, das meine ich auch, dass sie mir die Schuld gibt und ich sage mal, ich habe auch Fehler gemacht und alles. Und jetzt hast du, ich ahne schon, dass du jetzt die Angst hast, dass sich das wiederholt zwischen dir und deiner Tochter, was damals passiert ist zwischen dir und deiner Mutter. Und weil meine Tochter mit meiner Mutter auch keinen Kontakt mehr hatte, seit sie bei dem Vater wohnt. Mhm. Und meine Mutter hat sich da unheimlich mit rumgequält. Das heißt, deine Tochter weiß noch gar nicht, dass die Oma tot ist? Doch, ich habe Bescheid gesagt. Ich habe einen Trauerbrief geschrieben, ich habe eine Mail geschrieben an meinen Ex-Mann. Es ist nichts gekommen. Gestern war die Trauerfeier gewesen und es kam keine Karte, kein Mail. Keine Reaktion? Gar keine Reaktion. Und ich, jede Nacht, ich liege hier und träume selber, dass ich am Sterben bin. Mhm. Und dass ich das nicht ins Reine kriege mit meiner Tochter. Das heißt, bei allem Schmerz und bei aller Trauer, dass du deine Mutter verloren hast, ist da ein Gefühl, dass ihr euch nichts vorzuwerfen mehr gehabt habt, dass ihr euch ausgesprochen habt, dass sie im Reinen gegangen ist und dass du sie hast auch im Reinen loslassen können. Ja. Ja. Aber die große Angst und deshalb auch die Albträume oder die schlimmen Träume in der Nacht, dass du mit deiner Tochter nicht ins Reine kommst. Ja, weil kurz bevor meine Mutter gestorben ist, ist sie unheimlich wehrig gewesen. Und dann haben die auch gesagt, irgendwas hat sie noch nicht verarbeitet. Mhm. Und ihr war immer noch der Wunsch,
ihre Enkeltochter nochmal zu sehen. Mhm. Den hatte sie immer gehabt. Hast du denn damals auch Kontakt versucht aufzunehmen zu deiner deiner Tochter, um zu sagen, die Oma möchte dich nochmal sehen? Immer wieder. Und keine Reaktion? Gar nichts. Sie möchte auch gar nicht. Zum Geburtstag, ich schreibe Karten, ich zu Weihnachten. Ich versuche es auf die Weise vielleicht. Das heißt, du weißt, wo sie wohnt schon. Wohnt sie bei dem Vater immer noch? Ja, sie wohnt bei dem Vater. Mhm. Und schwierige Lage. Du hast jetzt ja schon viel unternommen. Du hast sie informiert über den Trauerfall. Du hast sie informiert, dass die Oma nochmal gerne mit dir sprechen möchte. Darauf hat sie nicht reagiert, was ich schon sehr schlimm finde. Ja, ich versuche es ja nur durch den Vater, weil an sie komme ich ja gar nicht heran. Ach, du hast keine Mailadresse von ihr persönlich? Nein, sie hatte mal ein Handy gehabt und das hat sie dann abgemeldet oder was, damit ich die neue Nummer auch, ich habe keine neue Nummer, gar nichts. Wenn du ihr einen Brief schreibst an die Adresse ihres Vaters, kannst du sicher sein, dass sie diesen Brief auch öffnet und in die Hände bekommt? Das kann ich, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Du bist mit deinem Mann so im Streit auseinandergegangen, dass du das für möglich hältst, dass er die Post irgendwie einkassiert. Das weiß ich nicht. Ich sag mal, haben wir uns am Telefon gut verstanden, mein Ex-Mann und ich, und dann haben wir uns auch immer mal gestritten. Mhm. Nur bei mir ist es so, bei mir sind einige Sachen jetzt passiert, wo ich sage, man kann vielleicht einiges nicht vergessen, aber verzeihen kann man. Warum? Man sollte verzeihen können. Warum habt ihr euch getrennt? Vielleicht jetzt nur mit als grobes Schlagwort mal für mich. Ja, also ich denke mal, das liegt daran, ich habe vor 4 Jahren habe ich eine schwere Krankheit gehabt. Ich bin an Krebs erkrankt worden. Mhm. Und unsere Beziehung war vorher schon nicht ganz so gut gewesen. Mhm. Also es gab viel Streitereien immer und also ich habe mich immer unverstanden gefühlt, er wahrscheinlich, und dann bin ich sehr krank geworden. Ja. Und da hätte ich ihn gerne an meiner Seite gehabt, zum Reden. Und da war er nicht da. Und da war er nicht in der Art für mich da. Und das kommt jetzt vielleicht noch hinzu, dann habe ich einen Arbeitskollegen gehabt, mit dem konnte ich über alles reden. Mhm. Und der war für mich da. Ja, und in den Augen von meinem Ex-Mann war das ein Konkurrent für ihn. Mhm. Und damit fing das Ganze an. Wer hat denn dann endgültig gesagt, lass uns die Sachen beenden? Was du? Mein Ex-Mann. Der Ex-Mann. Ja, der hat dann gesagt, ich möchte dann die Scheidung. Weil er immer davon ausgegangen ist, dass ich mit diesem Arbeitskollegen Verhältnis habe, was überhaupt nicht war. Aber es geht jetzt im Hauptsächlichen darum, dass du im Prinzip mit deiner Tochter in Kontakt kommen möchtest. Ja. Du hast doch bestimmt irgendwelche, du weißt doch bestimmt irgendwelche Freundinnen, kennst du auch von ihr. Irgendwelche Menschen. Sie hat sich ziemlich zurückgezogen. Sie also, weißt du, worauf ich hinaus will? Einzelgänger ist sie. Ich will erfragen, ist sie noch Schülerin? Ich weiß so, dass sie jetzt wohl eine halbe Schulausbildung noch macht und ein halbes Praktikum. Ich will erfragen, alles nur von meinem Ex. Was jetzt genau, weiß ich nicht. Ich will erfragen, das hinaus. Ich finde, wir müssen irgendwas finden, eine Idee. Du musst der Tochter noch mal schreiben. Du musst ihr ausführlich alles schreiben, was dich jetzt im Moment bewegt. Ja. Auch nochmal Bezug nehmend auf den Tod deiner Mutter. Ja, ich habe das auch mir schon überlegt, so, ob ich das mache. Ja, finde ich ganz wichtig. So, ich habe das auch mit meiner Therapeutin. Ich bin auch in einer Therapie und das habe ich auch schon mit ihr besprochen. So, jetzt muss aber halt überlegt werden, dass man auch sicher gehen kann, dass sie diesen Brief wirklich bekommt. Deswegen war meine Überlegung, kennst du vielleicht eine Freundin von ihr, dass du den Brief dahin schickst? Weißt du, wo sie zur Schule geht, dass du den Brief dahin schickst? Oder du gibst ihn dort irgendwie ab? Also ich finde, dass du einen Brief schreiben solltest, auch einen langen Brief, dass du alles schreibst, was dich wirklich bewegt, und dann wirklich eine Idee hast, um sicherzustellen, dass sie den Brief auch in die Hände kriegt. Und dann kannst du erstmal nichts machen. Die beiden Sachen musst du organisieren. Das heißt, das eine musst du schreiben, das andere musst du organisieren. Ja. Wenn auch nur der Hauch eines Verdachtes besteht, dass der Vater die Briefe vielleicht einkassiert und verschwinden lässt. Das glaube ich zwar nicht. Ja, ich weiß. Weil er sagt auch immer, er hat schon versucht, mit ihr mal zu reden und aber sie will nicht. Sie blockt ab, und das Wort Mutter, das darf überhaupt nicht in dem Haushalt auftauchen, und auch ihre andere Oma und ihr Opa, die haben wohl schon mal mit ihr gesprochen, aber sie will einfach nicht. Ne? Sie will nicht und... Die andere Opa und die andere Oma. Hast du mit den Leuten auch Kontakt noch? Nein. Mhm. Auch nicht mehr. Mhm. Das hat sich alles dann so zerschlagen, eben halt... Wenn es dir gelingt, diesen Brief zu schreiben, und ich glaube, das wird dir gelingen,
Ich würde jetzt an der Stelle auch versuchen, ein bisschen die Gefühle etwas runterzufahren. Du bist natürlich im Moment auch noch sehr in dem Trauma von deiner Mama. Die Mama ist gestorben. Das ist eine Woche erst her. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt bald sterben wirst, ist ja hoffentlich sehr, sehr gering. Deine Krankheit ist wieder im Griff. Ja, das ist alles verheilt. Weil du vorhin sagst, ich habe so Angst, dass ich sterbe und ich kann. Ja, das sind diese Albträume, die nachts immer kommen. Ja, ja, ja. Denn das ist ja sehr unwahrscheinlich, sagen wir mal. Nach allem Ermessen ist das unwahrscheinlich. Das heißt, dass du jetzt einfach für dich überlegst, ich tue das, was ich tun kann. Und das Restliche muss sich fügen. Und unter muss sich fügen, verstehe ich, dann muss deine Tochter auf dich zukommen. Du musst das tun, dass du dir hinterher keine Vorhaltung machen kannst, hätte ich das doch noch und das gemacht. Wenn du jetzt aber alles ausschöpfst, was du machen kannst, du kannst es ja nicht erzwingen, dass sie zu dir kommt. Nein, das kann ich auch nicht. Aber dann kannst du dich zurücklehnen und kannst sagen, okay, ich lasse den Dingen jetzt ihren Lauf und vielleicht, die Tochter ist noch sehr jung, vielleicht in 1-2 Jahren besinnt sie sich eines anderen und sie liest den Brief noch und denkt dann, ja okay, ich melde mich jetzt bei der Mama. Mehr kannst du nicht machen. Nein. Mehr kannst du nicht machen, Heidi. Nee, das. Ich würde es mir wirklich von der Seele schreiben, all das, was wichtig ist für dich. Ja, und dann habe ich mir schon, vor Wochen habe ich mir das schon mal durch den Kopf gehen und ohne lassen. Und ohne Vorwürfe an die Tochter. Nein, sowieso keine Vorwürfe. Also, und biete ihr die Hand wirklich zum Frieden an. Das ist das Wichtigste, finde ich, glaube ich, für dich auch. So ich habe ihr auch zu Weihnachten eine Karte geschrieben. Ich habe ihr auch geschrieben, dass ich sie immer noch liebe. Mhm. Dass ich sie immer noch gerne habe und immer noch liebe und dass sie auch in meinem Herzen drin ist. Mhm. Und ich würde es so machen, Heidi. Ich würde es so machen. Mhm. Alles Gute. Ja, Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Jeanette ist hier. Jeanette ist 40 und ich freue mich, dass sie da ist. Hallo. Hallo. Jeanette, guten Morgen. Weswegen hast du angerufen? Bitte? Weswegen hast du angerufen? Ja, also ich habe sehr viel abgenommen in meinem Leben und sehe einfach das Ergebnis nicht. Also ich habe 94 Kilo abgenommen. Oh, 94 Kilo. Ja. Wie viel hast du gewogen? 150. 150 Kilo. Ja, und wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich mich halt immer noch so extrem dick. Von 150? Ja. 94 runter. Hast also du jetzt doch, sind 67 Kilo. Hast du doch eigentlich ein Idealgewicht jetzt? Eigentlich schon, aber das Problem ist, dass wenn ich in den Spiegel gucke, immer noch diese extrem dicke Frau vor mir sehe. Das heißt, ich hungere und hungere und hungere. Ja. Ich habe sehr schnell abgenommen, dadurch hat natürlich die Haut sehr gelitten. Darauf wollte ich gerade hinaus. Wenn du nackt vorm Spiegel stehst, hängt die Haut sehr? Das ist schon operiert. Ist schon operiert? Die letzte Operation ist jetzt einen Monat her, das waren die Beine. Ja. Da habe ich sehr drunter gelitten. Ist es gut geworden? Ja, sehr schön. Also das muss ich schon selber sagen, der Chirurg, der das gemacht hat, hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Ja. Und der Bauch? Der ist schon vor 8 Jahren gemacht worden. Das war das erste Mal, wo ich innerhalb von 9 Monaten 50 Kilo abgenommen habe. Damals ist der Bauch gestrafft worden. Mhm. Der ist jetzt nochmal mit gestrafft worden. Das heißt, jetzt muss ich das mal zeitlich einordnen. Wie lange bist du jetzt schon auf diesem Gewicht ungefähr von 67? Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre. 2 Jahre. Hast du aber damals schon eine Bauchoperation vornehmen lassen? Weil damals also schon mal sowas, so ein schnelles Abnehmen stattgefunden hat. Ja, da habe ich mich von meinem Mann getrennt und ist ja oft so, dass Frauen in so eine Trennungsphase kommen, sich so extrem verändern. Ja, ja. Damals habe ich dann 100 Kilo gewogen, habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt und bin Diabetikerin geworden. Ja. Und mein Arzt hat halt gesagt, wenn ich nichts mache, dann werde ich mich irgendwann spritzen. Ja. Und das war so ein Auslöser. Habe ich die Ernährung umgestellt. Ich wollte halt nie Insulin spritzen. Habe jetzt meinen Zucker dadurch auch extrem im Griff, habe also auch einen sehr gesunden Blutspeicherwert, diesen HbA1c, der ist wie beim Nicht-Diabetiker. Das ist alles wunderbar. Aber du gefällst dir noch nicht. Ich sehe es nicht. Ist ja absurd. Ich sehe es nicht im Spiegel. Du siehst es. Ich kaufe mir Klamotten im Laden. Mhm. Ich habe jetzt Kleidergröße 38, 40. Mhm. Das ist also eine ganz normale Frauengröße. Mhm. Zieh die im Laden an, komm nach Hause, pack die aus und denk, da passt du nie rein. Und wenn du sie dann anziehst, was dann? Dann ist natürlich, ich weiß ja auch, dass ich da reinpasse. Ja. Und wenn du sie dann anhast und das sieht schön aus, siehst du dann immer noch die dicke Frau vor dir? Es gibt Tage, da denke ich, wow. Und es gibt Tage, da gehe ich auch nicht vor die Tür und dann verbarrikadiere ich mich und... Weil du dich immer noch schämst, weil du denkst, ich bin dick? Ja, weil ich mich immer noch so fett sehe. Ja. Und jeder sagt, Mensch, hast du abgenommen, siehst toll aus, das höre ich und das kommt bei mir nicht an. Mhm. Das kommt einfach nicht an. Lass mich mal eine Sache noch zu dem Abnehmen fragen, sonst vergesse ich das. Hast du ausschließlich durch Disziplin und wenig Essen abgenommen? Ich habe meine Ernährung umgestellt. Ja. Das hieß also wirklich
kein Fett und kein Zucker und das halte ich auch durch. Also so wenig wie möglich Fett, man lernt ja dann auch, welche Nahrungsmittel gut sind und welche schlecht sind und das ist halt das Problem. Ich gucke jetzt nur noch, kann ich das essen, wie viele Kalorien hat das, zählt das im Kopf zusammen. Mein Arzt hat schon gesagt, ich müsste jetzt langsam aufhören mit Abnehmen und ich weiß nicht wie. Ich habe Angst, dass ich, er hat mir gesagt, Magersucht fängt bei Übergewicht an. Ich habe einfach Angst davor, dass es dann... Ist es denn so, dass das Gewicht immer mehr absinkt? Es geht immer stetig nach unten, natürlich. Das Schwierige ist natürlich, dass eine Essstörung, und letztendlich ist das eine Essstörung, die du hast, dass man die immer hat. Das ist wie ein Alkoholiker. Letztendlich kriegst du es nie los. Du musst nur versuchen, damit zu leben. Das ist die große Kunst. Da hat der Arzt völlig recht. Du läufst Gefahr, von einem Extrem ins andere jetzt zu rutschen. Und von einer Krankheit letztendlich in die andere zu verfallen. Das ist mir ja vom Kopf her alles klar. Dann gibt es Tage, dann esse ich ganz viel. Ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich aufs Klo gegangen bin und einen Finger in den Hals gesteckt habe. Auch üble Anzeichen. Ja, ist mir alles bewusst. Ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Das ist ein Riesenproblem. Es kommt bei mir einfach nicht an. Ich lasse niemand an mich ran. Der Arzt ist ein Allgemeinmediziner, mit dem du da sprichst. Das ist mein Diabetologe. Ja. Hast du darüber nachgedacht oder mit dem Arzt darüber gesprochen, dass du dich zumindest jetzt in der heiklen Phase psychotherapeutisch begleiten lässt? Psychiatrisch begleiten lässt? Nee, aber ich denke, dass das wichtig ist. Ja, fände ich auch. Also du hast es ja selbst so gut analysiert, deine Situation. Du weißt ja genau, worum es geht. Du brauchst jetzt nur jemanden, der dir professionell da eine Hilfestellung leistet, wie du wieder damit umgehen kannst. Ich will einfach so mich so sehen, wie ich bin. Ich denke, wenn mir das gelingt, dass ich sehe, da steht eine völlig normalgewichtige Frau und ich sehe das im Spiegel, ich glaube, dann ist das Problem mit dem Essen auch vom Tisch. Aber ich sehe mich nicht. Ich war, um diese Operation von der Krankenkasse bezahlt zu bekommen, das ist ein sehr langer Weg und das ist wirklich ein harter Kampf. Glaube ich. Und ich wusste, wenn die Beine gemacht sind, werde ich in ein Loch fallen. Weil das Ziel ist erreicht, was kommt danach? Das war mir völlig klar. Das Problem ist nur, dass ich einfach jetzt, es ist operiert und es ist einfach keine Veränderung da. Ich habe sehr große Hoffnung in diese Operation gesetzt, dass ich dann mich vor den Spiegel stelle und sage so, jetzt ist alles so, wie es sein soll und jetzt ist gut. Das ist nicht passiert. Das ist einfach nicht passiert. Es gibt so Sätze, ich hatte eine Beziehung, den Mann habe ich sehr geliebt, die Beziehung war in Ordnung. Und dann irgendwann haben wir aufgehört, miteinander zu schlafen. Und ich habe ihn dann gefragt, nach einer langen Zeit, warum. Und hat er zu mir gesagt, Janette, ich liebe dich wirklich wie verrückt. Ich kann mit dir aber nicht schlafen, weil dein Körper so aussieht. Und das hat sich so eingeprägt. Die Beziehung habe ich dann daraufhin beendet, weil das kann man, das ist ein Schmerz, das hält niemand auf. Glaube ich. Aber das ist natürlich alles Material, sage ich jetzt mal salopp, für eine Gesprächstherapie. Aber wirklich. Und ich glaube, dass jetzt die Gefahr aufgrund dessen, was du gerade so gesagt hast, dass du dich nicht als dünne Frau akzeptieren kannst, als gut aussehende Frau akzeptieren kannst im Moment, das sind wirklich alles Anzeichen auch für eine Magersucht. Würde ich sehr ernst nehmen. Auch wenn dein Arzt, der dich noch viel besser kennt, als ich jetzt in ein paar Minuten das gesagt hat. Wie ist die Situation im Moment? Du lebst alleine, du bist Single, ja? Bist du berufstätig? Ja. Ja, also du stehst voll im Leben? Richtig. Hast du Freunde? Sehr viele. Sehr viele, also... Ich bin gefestigt. Keine einsame Frau? Nee. Sehnsucht nach einer Liebe? Also, das habe ich sehr weit weggeschoben, weil ich ja immer diese Beine, das war wirklich ein übles Problem. Also, obwohl ich ich könnte mir vorstellen, dass ich sexuellen Kontakt hatte, also das war nicht so, aber ich habe dann halt vermieden, das überhaupt zu zeigen. Also verschiedene Sachen, immer was drüber gezogen, langes T-Shirt oder so, dass man das gar nicht sieht. Ich habe jetzt mit einem guten Freund von mir gesprochen und der hat gesagt, Janette, ich habe das nicht so empfunden, dass das so aussah, aber für mich war es eine Katastrophe. Es ist einfach so, dass ich diese Nähe nicht zulassen kann, weil ich immer noch im Spiegel dieses Wrack sehe. Könnte mir auch vorstellen, dass da schon eine Sehnsucht ist, nach vielleicht wieder einer richtigen Liebesbeziehung. Du aber so gehemmt bist, dass du dich so zurücknimmst, dass du gar nicht die Möglichkeiten zulassen würdest, wenn sich das ergeben würde. Alle Spekulationen im Moment. Das denke ich auch. Also ist es immer so, wenn ich eine Beziehung haben will, dann ist es so, dass es auch nicht lange dauert und dass dann auch jemand da ist, wo ich denken würde, das wäre in Ordnung oder so. Aber dann kommt immer dieser Satz, dieser eine beschissene Satz, den der Typ mir gesagt hat. Das liegt jetzt wie viele Jahre zurück? Das ist jetzt
anderthalb Jahre her. Ja, ja. Das war nochmal so ein Impuls, wirklich mit der Krankenkasse nochmal ins Gefecht zu gehen und zu sagen, die Beine müssen jetzt gemacht werden. Ich finde, was du erzählt hast, du hast jetzt schon so viel gekämpft. Ja. Ja, du hast wirklich viel gekämpft und hast auch viel erreicht, verdammt viel erreicht. Mit Disziplin so viel runterzuhungern, ist schon eine große Leistung. Du hast die Operationen hingekriegt und du hast auch so, ich sag mal so mental, die Situation auch analytisch zumindest im Visier. Das ist sehr viel und das ist eine gute Grundlage für eine ordentliche therapeutische Arbeit danach. Mach es, Jeanette, mach es. Du hast überhaupt nichts zu verlieren. Ich habe schon meinen Ansatz damals gemacht. Es ging ja darum, diese Operation, dann braucht man ja für die Krankenkasse ein psychologisches Gutachten. Ja, ja. Also habe ich mir einen Psychologen gesucht, der hat mit mir geredet und hat dann irgendwann zu mir gesagt, da gibt es keinen Grund. Der schreibt mir das Attest für die Krankenkasse, das wäre überhaupt kein Problem, aber er würde nicht sehen, dass ich irgendwie Probleme hätte. Ja. Hat er mir knallhart gesagt. Sage ich als Nicht-Psychologe, finde ich Unsinn, was der Mann gesagt hat. Das, was du mir gesagt hast, überzeugt mich viel mehr und ich spüre einfach, dass du gut aufgehoben wärst in der Partnerschaft mit einem guten Therapeuten, finde ich. Und da du selbst, glaube ich, in die Richtung tendierst, das durchaus auch vernünftig zu finden, habe ich so einen Eindruck, oder? Ich weiß nicht, also Versuch es doch. Wenn du sagst, ich kriege das nicht in den Griff, ich habe diesen Satz von dem Typ im Kopf, ich sehe mich, obwohl ich 68 oder 67 Kilo wiege, als fette Frau vor mir, ich traue mich manchmal nicht rauszugehen, weil ich denke, die Leute gucken mich, dann mach es doch. Dann geh doch zu jemandem und teste, ob du mit jemandem gut kannst, mit einem guten Therapeuten oder mit einer Frau und versuch es einfach. Ja, mir wird nichts anderes übrig bleiben. Ich denke, wenn ich dann nichts tue. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass du jetzt irgendwie so an so einen Punkt gekommen bist, wo du auf der Stelle trittst, um nicht zu sagen, dass es wirklich schlimmer wird und du in eine schlimme Magersucht hineinrutscht. Und daraus zu kommen, ist wirklich sehr, sehr schlimm und sehr schwierig. Also, ich gebe dir mal erstmal einen Psychologen, Jeanette. Ja. Der kann dir noch ein paar Tipps geben, wohin und wie und was und so. Und dann würde ich das an deiner Stelle mir sehr, sehr ernsthaft überlegen und bald angehen. Ja? Ja? Mhm. Dann legst du bitte auf und mein Psychologe, der Peter, ruft dich an. Okay. Alles Gute von Herzen. Tschüss. Tschüss. Diana oder Diana. Diana. Hallo. Wie soll ich sagen? Diana, nicht Diana. Das ist ein bisschen albern. Nee. Diana. Wie alt? Ja. 22? Ja, genau. Ja. Und dein Thema? Ja, es geht sich um meinen Ex-Freund und das ist ein ganz heikles Thema. Also wir waren bis letztes Jahr Juli, also Anfang Juli waren wir zusammen und er ist dann ganz kurzfristig dann halt mit einer anderen Person zusammengekommen. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? Fast 2 Jahre. Mhm. Und wir waren auch vorher schon mal auseinander und habe ich sehr gekämpft um ihn, weil ich hatte auch einen großen Fehler gemacht. Ich bin ihm damals küssenderweise mit meinem damaligen anderen Ex-Freund fremdgegangen, weil da war was aufgekommen und das wollte ich halt aus der Welt schaffen und da ist halt ein Kuss entstanden. Mhm. Das hatte ich ihm dann auch gebeichtet und es geht jetzt ganz einfach darum, er hatte dann halt, als ich ihm das gebeichtet hatte, hatte er dann angefangen, mich zu betrügen und alles. Mhm. Und dann war es dann halt letztes Jahr dann halt einfach so, es ging einfach nicht mehr und dann haben wir uns dann halt freundschaftlicherweise getrennt. Mhm. Es war ja auch alles in Ordnung. Und ist dann halt kurzerweise dann halt mit einer anderen zusammengekommen. Und er betrügt sie aber auch. Das ist jetzt seit Anfang der Beziehung. Im Moment seid ihr aber getrennt immer noch? Wir sind weiterhin getrennt und das wird auch so bleiben. Und dein Ex betrügt seine neue Freundin auch schon wieder. Ja, das weißt du. Woher weißt du das? Weil ich diejenige bin, mit der er sie betrügt. Weil er kommt einfach nicht von mir los und irgendwo komme ich, also jetzt mal auf dieser Art und Weise, vom Sexuellen her, komme ich auch nicht auf eine Art und Weise von ihm los, momentan. Mhm. Ich habe auch schon was Neues kennengelernt und würde mich auch sehr gerne mehr auf ihn einlassen, also auf den Neuen. Mhm. Nur das, was mich im Moment halt irgendwo noch alles ein bisschen zurückhält, ist halt, dass er halt dass mein Ex-Freund halt seine Freundin ein bisschen, so betrügt mit mir. Mhm. Und das, das hält dich zurück? Das hält dich zurück? Mit ihm Schluss zu machen? Warum? Verstehe ich nicht. Ich habe einfach panische Angst, das Gleiche wieder durchzumachen. Und ich weiß nicht, das ist zwar alles so ein bisschen komisch, aber... Moment.
was hält dich zurück? Hält dich zurück, ganz zu ihm wieder zurückzugehen? Oder überlegst du, oder hältst du dich zurück, dich ganz von ihm zu trennen? Ja, ganz von ihm zu trennen eher. Also es gibt ja einen neuen Mann schon wieder, habe ich jetzt verstanden. Ja, genau, es gibt da zwar einen neuen, so, aber... Und warum gehst du von deinem Ex, mit dem du jetzt noch eine Beziehung hast, eine sexuelle Beziehung, warum gehst du nicht weg von ihm? Ich weiß es nicht, er hat irgendwas an sich, was mich immer wieder zurückzieht. Ich kann es einfach nicht erklären, es ist einfach total komisch. Also er taucht hier von heute auf morgen, sagen wir mal, jetzt so einfach auf und dann ist einfach wieder alles da. Und ich sage ihm auch, ich kann einfach nicht mehr, ich will auch nicht mehr. Wenn ihr zusammen seid, ist es wirklich rein sexuell oder macht ihr so auch normale Dinge miteinander? Also wenn er nach hier kommt, dann kommt er zum Sex nach hier und danach fährt er auch wieder. Damit habe ich auch so gar keine Probleme mehr. Ja. Aber ich weiß nicht, was es ist, was mich immer wieder zurückzieht. Hast du eine Sehnsucht, nochmal mit ihm vielleicht eine richtige Beziehung zu führen? Nee, dafür ist einfach zu viel passiert. Also das heißt, du liebst ihn nicht mehr? Nee, lieben tue ich ihn nicht mehr, aber ich denke mal eher, dass es eher so dieses ist, dass er halt seine Freundin betrügt und dass ich mich halt mehr oder weniger dafür hingebe, so lieber mit mir betrügen, als wieder mit jeder x-beliebigen. Also so finde ich mich jetzt im Moment. Ein komisches Konstrukt, was du dir im Kopf aufbaust. Ja, das ist... Deswegen fragte ich gerade auch so ein paar Mal nach, wie meinen Sie das? Also lieber, dass er... sie mit dir betrügt, als dass er mit einer anderen fremd... Ja, also, das ist... Wie komisch, warum? Warum? Ja, weiß ich nicht. Es ist halt so total komisch. Also ich habe heute, heute habe ich auch noch mit einer anderen Ex-Freundin mit ihm telefoniert, weil sie hatte mich angemailt per E-Mail, weil sie halt versucht hatte, mit seiner jetzigen Freundin zu reden, von wegen so, pass mal auf, Mädel, er geht dir fremd, er betrügt dich seit 7 Monaten mit seiner anderen Ex, mit Diana, und er war am Freitag noch bei mir, da ist auch was gelaufen, aber seine Freundin ist so naiv, dass sie einfach nur ihm glaubt. Und jetzt habe ich dann heute halt mit ihr telefoniert, also mit der Ex-Freundin, und da haben wir dann halt jetzt so mal ein bisschen beschlossen, so ihr mal ein bisschen die Augen zu öffnen, weil ihr liegt auch viel daran. Diana, weißt du was? Ich würde mich aus diesem ganzen Kuddelmuddel da raushalten. Ihr die Augen öffnen mit der Ex von der Ex und dann wieder mit der. Das ist doch alles egal. Sieh doch zu, dass du dein Leben auf die Reihe bekommst. Und ich glaube, so wie sich das anhört, ist es für dich auch nicht gut, immer noch an ihm festzupappen, zu klammern, wie auch immer, warum auch immer. Ja, somit wäre eigentlich die Gangart wäre für dich zu entscheiden, zu überlegen, was will ich von dem, warum ist das so? Ja. Tut es mir gut, mit dem noch zusammen zu sein, tut es mir nicht gut? Also als Gesprächspartner oder so, also wenn ich wirklich Probleme habe oder so und mit ihm reden, kann ich. Also das ist gar kein Thema. Okay, aber als Gesprächspartner hast du bestimmt auch eine gute Freundin, da muss er auch nicht her. Ja, das schon, aber so in manchen Sachen, weil er hat auch familiäre Sachen sehr intensiv mitgekriegt. Aber Klartext ist doch, dass diese seltsame Verbindung dich auch davon abhält, dich auf andere Männer einzulassen. Stimmt das? Teils. Also ich habe es versucht. Leidest du darunter, dass du mit ihm noch Kontakt hast? Nee, leiden überhaupt nicht. Also jedes Mal, wenn er da ist, dann quasseln wir, dann kommen wir zwar mal in der Kiste miteinander und dann fährt er auch wieder, aber wir... Wo liegt dann das Problem? Wenn du sagst, ich leide nicht darunter... Ich weiß, es ist total komisch, also wenn ich, das kann man einfach nicht erklären. Es ist doch, das kann man erklären. Man muss sich bemühen. So Sachen kann man immer erklären. Wo liegt das Problem jetzt für dich? Du hast dich ja bei mir gemeldet. Das heißt, irgendwie ist dir ja unwohl in der Situation. Ja, mir ist einfach nur, ich denke mir mal, mir ist unwohl, dass er halt seine neue Freundin betrügt. Das glaube ich dir nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht, dass du so eine enge Verbindung zu der Freundin hast, dass du... Nee, befreundet in dem Sinne sind wir nicht. Also ich kenne die Freundin, also das ist total kurios. Also ich bin befreundet mit einer Freundin von ihr und ich habe halt damals ganz am Anfang, als sie zusammen waren, zusammengekommen sind, sagen wir mal so, habe ich erfahren, dass halt seine jetzige Freundin sehr auch von den Männern verarscht worden ist. So, und dann habe ich dann halt irgendwie so eine emotionale Bindung. Also sprich, ich habe mir immer mehr Gedanken darüber gemacht, wie mag sie sich wohl fühlen. Gut, aber ich meine, du machst es ja mit.
Du trägst ja dazu bei, ja, dass sie wieder verarscht wird. Klar, trage ich dazu bei. Und ich spiele auch echt so, also beziehungsweise ich spiele nicht mit dem Gedanken, ich möchte es ihr gerne sagen. Ich möchte halt nur einfach... Oder ist das so eine späte Rache an ihm auch? In dem Moment, wo du das sagst, funkst du natürlich da voll in deren Beziehung rein. Und du übst eine Machtposition aus. Ist das auch da so ein Reiz, dass du damit spielst? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Also mir geht es gar nicht darum, dass Rache oder sonst irgendwas. Es geht mir einfach ganz darum... ihr soll halt nicht das Gleiche passieren wie mit mir. Okay, dann lass es sein und gut ist. Und alles andere ist deren Problem. Da musst du dich nicht drum kümmern. Du musst da nicht als die große selbstlose Frau auftreten. Fass dich erstmal in die eigene Nase. Dann lass dich nicht mehr auf deinen Ex ein. Dann stehst du schon mal sauber da. Ja, also die letzten paar Male, da habe ich echt so bis hier und nicht weiter gesagt und das hat auch gut gefunkt. Er war dann auch ziemlich stinkig darüber, weil irgendwie war es so, dass er dann anfing so, gehst jetzt mit anderen ins Bett, ne, und nicht mehr mit mir und wen hast du denn jetzt wieder Neues? Also er regt sich auch tierisch darüber auf. Ja, also, ich bin wirklich ein bisschen ratlos in diesem Gespräch, muss ich ja sagen, weil ich nicht so richtig weiß, worüber wir da eigentlich so reden. Du sagst mir, dass du ja nicht großartig drunter leidest und dann willst du ihr Leid ersparen und er ist dann auch wieder eifersüchtig auf dich, obwohl ihr schon getrennt seid. Das ist doch alles ein bisschen sehr verwirrt. Ja, deswegen, deswegen brauchte ich jetzt einfach mal jemanden zum Reden. Also es geht mir, also... Ich fände, der beste Weg wäre, wenn du eine klare Linie fährst. Der Ex ist Ex, Punkt aus. Du liebst ihn nicht mehr. Das ist doch schon mal eine wichtige Aussage. Ja, so, da habe ich auch sehr lange drum gekämpft, um mir da im Klaren zu werden. So, das finde ich schon mal super wichtig. Das andere scheint alles irgendwie Verwicklung zu geben. Also wenn du nämlich absolut sexuell hörig bist, dann lass es sein. Wenn du Lust auf Sex hast, such dir irgendjemand anderen aus. Zieh dich mal aus dieser ganzen Geschichte raus. Ich glaube, das wäre einfach eine gute Sache für dich. Ja, ich habe auch jetzt, also ich werde jetzt auch im kommenden Monat umziehen und ich werde ihm auch nicht sagen, wo ich hinziehe, damit er auch ja nicht in Versuchung kommt, überhaupt hinterher irgendwie zu kommen. Dass, genau, dann ergibt sich das vielleicht von alleine alles, das Ganze. Ja, ich hoffe es. Also so wie ich ihn kenne, er hat überall seine Leute, er muss immer wieder rausgehen, ja, wo ich hinziehe. Aber du kannst ja sagen, was du willst und dann wird es auch so gemacht dann. Ja, eben. Na. Diana, in diesem Sinne wünsche ich alles Gute. Ja, und, danke. Mach klar Schiff in deinem Leben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, ich versuche. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir ganz kurz noch Sandra. Sandra ist 30. Hallo, Sandra. Ja, hallo. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ja, wir versuchen es mal. Okay, mein Thema ist, mein Partner geht nicht zum Arzt. Ja. Und zwar ist das jetzt seit einem halben Jahr so. Wenn er auf Toilette geht und groß macht, dann... kommt da Blut hinterher. Mhm. Das und hat er dir erzählt? Das hat er mir erzählt und hat mir es auch gezeigt. Ja, ja. Und das geht jetzt seit einem halben Jahr so und meine ganze Familie weiß nicht mehr, was wir machen sollen. Weil wir ihm dauernd gesagt haben, dass er zum Arzt gehen muss. Mhm. Und er hatte mir... Hat er Schmerzen? Er hat auch Schmerzen ab und zu, aber ich sag mal so, er lebt noch ganz normal, wie ganz normal halt. Ne? Mhm. Und er hatte mir letztes Jahr versprochen, dass er dieses Jahr zum Arzt geht. Wie alt ist er? Er ist jetzt 32. Mhm. Ich glaube, du brauchst gar nicht weitersprechen, Sandra. Der muss zum Arzt. Ja, denke ich auch. Also das kann auch sein, dass es was völlig Harmloses ist. Ja, er hat davor Angst, dass es nichts Harmloses ist. Aber also dann wird es immer schlimmer, wenn er nicht zum Arzt geht. Ja, und das ist dann auch schon so, dass da auch schon richtige Stücke rauskommen, Fetzen. Mhm. Und nicht, wenn er läuft oder geht oder so, sondern nur, wenn er auf Toilette geht und dann halt sein Geschäft verrichtet, sag ich mal. Ne? Und das Blut kommt immer zum Schluss? Kommt immer zum Schluss. Ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Das könnte vielleicht einfach ein Hämorrhoidalbefall sein. Haben wir auch schon überlegt. Aber wir haben so viel überlegt. Ich will ja keine Diagnose stellen. Ich bin ja auch als Arzt. Natürlich, wir auch nicht. Aber er muss zum Arzt. Da gibt es gar nicht zu reden. Auf jeden Fall. Fahr alle Geschütze auf von irgendwelchen Leuten, die auf ihn einreden können. Ja, dass er zu einem Darmspezialisten, zum Proktologen geht oder so, dass er einfach mal untersucht wird. Ja, Also auf jeden Fall. Also wir machen uns ja auch große Sorgen, weil wir haben zwei Kinder. Ja, ja. Also und das ist auch dann auch verantwortungslos. Ne? Ja, das ist wirklich verantwortungslos. Ja. Wenn es was Schlimmes ist, jeder Tag zählt unter Umständen. Denke ich auch, ja. Also schönen Gruß von mir. Nächste Woche Termin machen oder möglichst vielleicht sogar diese Woche noch bei einem Arzt. Alles klar, welchem Ausrichten. Sandra, alles Gute, tschüss. Okay, auch so, tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Johanna Knurer. Und Johanna Knurer hat heute zum letzten Mal hier diese Sendung technisch betreut. Ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr nette Zusammenarbeit und wünsche ihr beruflich alles Gute. So, wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.